Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 9. Januar. Und auf Seite 4 heißt es: Es ist eine DPA-Meldung. Putin und Erdogan weihen Pipeline ein. Istanbul, Moskau. Punkt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Kremlchef Wladimir Putin haben in Istanbul die russisch-türkische Erdgaspipeline Turkish Stream eingeweiht. Die rund 930 Kilometer lange Leitung durch das Schwarze Meer soll die Türkei jährlich mit bis zu 15,75 Milliarden Kubikmetern Gas aus Russland versorgen. Die Türkei ist einer der größten Abnehmer für russisches Erdgas. Ein zweiter Teil der Pipeline soll die gleiche Menge Gas in den Süden und Südosten Europas bringen. Die Pipeline werde dabei helfen, die Energiesicherheit in ganz Europa zu verbessern, so Putin, DPA. Ich sage es nochmal, es sind 15,75 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland. Ich habe die Zahl hier richtig vorgelesen. So, das hier ist keine Zeitung, das ist ein Haufen Scheiße. Auf Wiedersehen.